Moin Freunde, gepflegte Rockmusik, herzlich willkommen im kleinen Rockarchiv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder 5 Hardrock-Live-Scheiben, nach denen ihr einfach mal gucken könnt. Ich verlinke euch natürlich ein bisschen was dazu, dass ihr reinhören könnt, aber nach die, wie ich finde, in eine gute Sammlung hineingehören können. Nicht müssen, aber können. Essentiell für mich ist Quo Live, Status Quo. Ein hammergeiles Live-Album. Spielfreude pur, damals noch so richtig, ja, die haben noch richtig gerockt damals, kann man nicht anders sagen. Klassisches Doppel-Live-Album, wie ich finde, gehört in jede gute Sammlung. Macht einfach furchtbar viel Freude. In dieselbe Kerbe. Und man mag von dem Typen halten, was man will, aber das Album ist wirklich großartig. Doppel-Live Gonzo, Ted Nugent. Was der Mann dort spielt und abfeuert, ist einfach geil. Total gut. Eine meiner liebsten Scheiben, aber leider viel zu kurz, aber total geil im Sound, The River Dogs. Gibt es auch mit einem etwas bunteren Cover. Müsst ihr also mal gucken, ob welche euch da eventuell mal über den Weg läuft. Die habe ich mal gebraucht gekauft. Ich weiß nicht, ob es die so noch günstig gibt. Keine Ahnung. Die nächste ist auch nicht ganz einfach zu kriegen, weil es die Doppel-CD-Variante ist von Captured Alive in Tokyo, Praying Mantis. Es gibt auch eine Einzel-CD-Variante, aber dann fehlt einem ja irgendwas und vor allem, da fehlt nicht nur irgendwas, da fehlt richtig viel. Und das finde ich immer ein bisschen doof. Insofern, klar, besser die einzelne als gar keine, aber wenn, dann sucht mal und hofft, dass ihr sie vielleicht mal irgendwo günstig kriegen könnt. Günstig ist das Teil leider nicht. Aber sehr, sehr, sehr gut. Furchtbar viel Spielfreude, macht einfach Spaß. Und als letztes auch nicht ganz so leicht zu kriegen, Harem Scarum, Live in Japan. Eine klasse Live-Aufnahme. Die habe ich auch nur irgendwann mal durch Zufall in einem Second-Hand-Laden gefunden und auch gleich verhaftet, weil sie dort viel zu günstig stand. Und es sind alle frühen Großtaten dieser Band mit drauf. Nach Mood Swings aufgenommen. Der Großteil der Songs ist auch von diesem Hammeralbum Mood Swings, das ich euch schon vorgestellt habe. Und die Live-Aufnahme hier ist total klasse. Und in diesem Sinne lasse ich euch jetzt wieder allein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Suchen und beim Reinhören. Ich verlinke euch natürlich ein bisschen was, was ich dazu finde. Ich kann nicht alles garantieren, aber viel Spaß beim Suchen. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Und deshalb Rock on!